zusammen. Heute ist der 25. Mai. Heute vor circa 10 Jahren, ich weiß es nicht genau, ist mein Vater gestorben. Er ist hier. Ich gedenke ihn. Und ich habe jemandem versprochen, etwas über meine Therapien zu erzählen. Und das möchte ich jetzt in diesem Video tun. Ich habe mir etwas aufgeschrieben, weil es ist schon sehr lange her. Also ich mache dann noch ein zweites Video über Psychotherapien. Jetzt erzähle ich einfach über meinen Verlauf, was ich für Therapien gemacht habe an stationären Therapien, was für Aufenthalte ich gemacht habe und ja, wie das Ganze angefangen hat. Das war ja in einer Zeit, wo die Anorexie noch nicht so bekannt war oder nicht so in der Mode wie jetzt. Oder nicht so in den Munden wie jetzt. Ich war noch jung und ich konnte mich nicht verbal wehren. Ich war an einem Ort, wo ich nicht gerne war. Und ich habe mich so gewehrt, indem ich aufgehört hatte mit dem Essen. Ich hatte sozusagen einfach einen Hungerstreik gemacht. Ich wusste aber nichts von der Magersucht. Ich habe noch nie etwas davon gehört und bin dann in das hineingerasselt. Ich habe von einem Tag auf den anderen nichts mehr gegessen, damit ich an diesem Ort, wo ich war, weg konnte. Also damit ich an diesem Ort nicht mehr bleiben musste. Und ich kam dann auch ins Spital. Also richtig gesagt, ich kam an die Pestalozzi-Straße. Eine Freundin von mir, von früher, hat mich mit ihrem Vater dann an die Pestalozzi-Straße mitgenommen. Das ist die heutige Kohlmannstraße, das war früher an der Pestalozzi-Straße und dort hatte ich ein Vorgespräch und kam dann in das Sondenzimmer. Das war am Anfang so, dass man dort zuerst in ein Zimmer kam, wo man aufsondiert wurde und das wurde man noch mit Spritzen, also wirklich hier die Sonde, die ging dann in den Magen, nicht in den Blinddarm und man bekam, mir kommt es vor, es seien so dicke Spritzen gewesen, bekam man das Essen per Sonde zugeführt. Zusätzlich bekam man auch das Essen und mir ist in Erinnerung immer noch, dass man so einen Teller mit circa 5 Stück Brote bekam zum Morgen, zum Frühstück und dann hatte ich immer Trident-Kaugummis im Vorrat, das ließ ich mir einkaufen, das war meine, was ich gegessen habe, also ich habe die Brote nicht gegessen und auch das Mittagessen und das Abendessen, ich habe es nicht angerührt, aber die Sonde hatte ich bekommen. Und als ich dann das Zielgewicht erreicht hatte, konnte ich raus auf die Station und auf der Station war es noch nicht wie heute eine speziell Essgestörte, also für Essgestörte Patienten eine Station, sondern es war eine gemischte Psychotherapiestation und ich kam da raus und hatte dort verschiedene Therapien, Ergotherapie, Kunsttherapie, Bewegungstherapie, Gesprächstherapie, Einzeltherapie, wurde gewogen. Ich glaube, wir hatten auch Kochgruppe, ich mag mich nicht mehr so erinnern. Und ich musste dann aber gehen, weil ich das Gewicht nicht halten konnte. Das war an dieser, ja, auch jetzt ist das noch so, wenn man das Gewicht an der Kohlmannstraße nicht halten kann, muss man gehen. Ich hatte auch Versuche noch, ich hatte Verwarnungen und musste dann gehen. Und dann ging es los, ich ging dann etwas arbeiten, ein Weilchen und musste dann wieder ins Spital. Und dann ging ich in Winterthur, musste ich in Winterthur ins Spital für Monate. Und ich war dann immer wieder, ich ging dann wieder raus und rein und war immer auf der Station 0, also auf dem Erdgeschoss und kam ins Zimmer 8. Das weiß ich noch. Und mir wurde das Essen gebracht und ich hatte alle Möglichkeiten herausgefunden, um dieses Essen loszuwerden. Ich habe es rausgebrochen, ich habe es aus dem Fenster geworfen, ich habe es runtergespült im Lavabo und mir wurde alles weggenommen. Ich hatte nur das Nachthemd, das war früher so ein Bestrafungs- und Belohnungssystem. Und das Personal durfte nicht mit mir sprechen, nur die Ärzte oder der Psychotherapeut. Und so kam ich dann auch dort schon an die Sonde und es wurde mir reingespritzt.
Und als ich ein bestimmtes Gewicht hatte, konnte ich dann in die Psychotherapiestation von Winterthur, in die Villa. Das war wunderschön. Das war im Berg oben, im Wald, eine Villa von der Sulzer ursprünglich. Und wir hatten eine gemischte Station. Wir hatten nicht nur Essprobleme, wir waren, glaube ich, zu zweit damals. Das erste Mal, wo wir süchtig waren. Und dort hatten wir eine Kunsttherapie, Ergotherapie, Bewegungstherapie, Gesprächstherapie, Gruppentherapie, Freizeit natürlich. Und wir hatten eine Kochgruppe, da mussten wir immer eine Woche lang mit einem Mitpatienten eine Woche lang das Essen planen, das Mittagessen und das Abendessen und das Einkaufen gehen, den ganzen Berg runter und wieder rauf. Und den Patienten, also den Mitpatienten, das Essen zubereiten mit Begleitung von einem Therapeuten. Wir waren verantwortlich für eine Woche und das wechselte sich dann immer ab. Und dann gab es noch einen Job, der hieß Brotbacken, das machte ich sehr gerne. Da musste man das Brot backen für eine Woche. Dann war man eine Woche zugeteilt, um das Brot frisch zu machen. Wir hatten auch Arbeiten draußen in der Gärtnerei und Vor allem hat die Kunsttherapie gut getan. Wir machten schöne Sachen und das hat mich beflügelt. Das ist eine Ader, was mich sehr berührt. Und auch die Einzeltherapie hat mich ja weitergebracht. Das hatte ich dort mit dem Chef von der Klinik oder von der Station. Und ich hatte Mühe mit Männern und das war ein bisschen schwierig, aber irgendwie, ich habe ihn gern gehabt und es hat dann schon funktioniert. Aber ich musste auch wieder gehen, weil ich das Gewicht nicht hatte und kam wieder ins Spital. Und das ging so immer hin und her, Spital, Arbeiten, Spital, Villa, Spital, Arbeiten, Spital, Villa. Und einmal ging ich dann noch in eine Wohngruppe von der Villa her ins Lind. Aber das war dann begrenzt, als ich älter wurde, konnte ich dort nicht mehr hin und es hat mir auch nicht so gut getan. Ich hatte dort immer alles geputzt und dann, ich muss jetzt mal nachschauen, was ich noch alles für Therapien gemacht habe. Ich habe verschiedene Therapien, also stationäre Therapien gemacht. Ich habe es mir aufgeschrieben, aber wo? Ich hoffe, ich finde es. Das wäre noch schön. Ich habe hier ein Buch, was alles durcheinander geraten. Ja. Und sonst muss ich selber zusammenbekommen. Also ich war dann noch. Ich finde es wahrscheinlich nicht. Ich finde es nicht. Also ich war dann, ich schaue so, dass ich es so zusammenbringe. Ich war dann nach der Villa war ich dann nochmals an der Kuhlmannstraße, dann hatte sich das schon verändert. Und dort musste man dann halbtags arbeiten gehen und mir ging es eigentlich nicht so gut. Ich hatte ein tiefes Kalium, weil ich zu dieser Zeit 400, ihr müsst jetzt zuhören, 400 Durkolax geschluckt habe. Ich weiß nicht mehr, wie ich das immer hinkriegte, aber ich habe jeden Tag 400 Durkolax geschluckt und das von fast Anfang an. Und ich musste mir ja das immer besorgen und dort hatte ich dann ein tiefes Kalium und musste dann ins Spital gehen. Und dann versuchte ich es dann einmal auf einer normalen Psychiatrie. Ich ging nach Embrach. Und dort haben sie mich in ein Isolierzimmer gesteckt und ich musste essen. Sie haben mir das Essen reingeschoben und ich musste das Essen essen. Und ich habe es nicht gegessen, dann kam das Mittagessen reingeschoben und ich musste das Abend essen. Ich konnte es nicht essen. Ich wurde in der Nacht rausgelassen zum Schlafen in einem Schlafsaal mit alles komischen Leuten, die krank waren. Psychisch krank, mit verschiedenen Krankheitsbildern. Ich hatte Angst. Und im Isolierzimmer haben sie mich manchmal vergessen und die Glocke nicht eingeschaltet. Und dann musste ich bis zum auf den Boden machen drin bleiben, weil sie mich nicht rauslassen ließen. Aber ich war dann auch wieder zusammengebrochen und musste ins Spital und kam wieder auf das Null ins Zimmer ab.
Und dort lernte ich halt viele Tricks, auch das Wasser trinken vor den Bädern. Ich habe viele Tricks, habe ich mir selber angeeignet in den Aufenthalten im Spital, weil früher das so war und weil niemand mit mir sprechen durfte. Eine Schülerin hat sich einmal Zeit genommen und mit mir gesprochen und musste dann die Abteilung wechseln. Und das hat mir schon zu denken gegeben. Und ich bin auch ein paar Mal verschwunden von der Abteilung und habe so Eiweißcocktails, da hat es noch nicht Fresobin gegeben oder sowas, hatte ich das in einem Krug und ich habe es dann ausgeleert. Ich ging auf die Straße irgendwo hin oder im Spital, irgendwo auf ein WC und habe das ausgeschüttet. Ja, es waren schlimme Zeiten und ich hatte auch den Bewegungsdrang. Ich musste Sport treiben die ganze Zeit, ich hatte keine ruhige Minute, es war ein riesen Stress. Und dann habe ich einmal eine Therapie gemacht in einer christlichen Klinik, das war in Langenthal. Und dort wurde ich auch sehr enttäuscht, es war eine normale Klinik, es war auch nicht spezifisch für Essstörungen. Und wir mussten uns bekehren und wir mussten nach der Bibel, das Ganze ging, es waren Bibelkurse als Therapie. Und wenn man nicht mitspurte, dann musste man die Klinik verlassen. Und so musste ich die Klinik halt auch verlassen. Und dann kam ich dann eines Tages nach Lichtenheim. Und dort habe ich meine guten Zeiten erlebt. Ich war auf der geschlossenen Abteilung. Auf dem Park D zum Zunehmen und jetzt ist es ja mehrheitlich eine Kinder- und Jugendstation, aber damals war es noch für Erwachsene mehrheitlich und ich war dort auf dieser geschlossenen Abteilung und musste mit der Sonde zunehmen und konnte dann auf eine Psychotherapiestation wechseln und machte Therapie und das war dann mal spezifisch auf Essstörungen. Und das hat mir eigentlich geholfen, es ging mir dann eine Zeit lang besser und dann kam ich wieder ins Arbeiten und ich fing ja mal an mit der Musik und habe in der Villa Flora gewohnt. Also als ich noch in einem betreuten Wohnen war, ging ich nachher in die Villa Flora. Das ist jetzt ein Museum und ich konnte dort leben. Es war eine wunderschöne Zeit, musizieren und dann hatte ich wieder einen Absturz und musste wieder nach Lichtenheim und war dann längere Zeit dort. Sie haben mich dann in eine Langzeitabteilung gebracht, weil sie mich aufgaben, weil sie dachten, dass, ja, das bringt es nicht mehr. Ich bin mehrfach bin ich so schlecht auch im Zustand gewesen, dass ich mich nicht mehr daran erinnern mag. Also ich war 10 Kilo leichter wie jetzt. Und einmal auch, das muss ich auch noch sagen, das ist jetzt wieder ein Abschweifer, weil ich es ja hier nicht im Buch gefunden habe, haben meine Eltern gesagt, ich müsste Winterthur verlassen und haben mich in ein Kloster gesteckt, in Altstetten St. Gallen. Und da hielt ich es auch nicht lang aus. Ich ging dann weg und ging dort arbeiten, suchte mir eine Wohnung und das Spital ging auch dort wieder von vorne los. Ich ging dann in Therapie, in Psychotherapie ambulant nach Rorschach und kehrte nach 2 Jahren Aussetzen von Winterthur, ausgeschlossen sein von Winterthur, zurück nach Winterthur. Und das Spiel ging weiter, ich wurde aufgefüttert und ging wieder auf Abteilung und kam dann eben nach Lichtenheim und dort dann auf eine Langzeitabteilung und dann hatte ich einen Unfall nach dieser Langzeitabteilung und dann hat es hier Klick gemacht und ich habe mich nochmals entschlossen, eine stationäre Therapie zu machen und dort war man dann schon weiter und ich konnte vielleicht ein Jahr, da hat die Krankenkasse das noch bezahlt, eine Psychotherapie machen, wo ich langsam an Gewicht zunahm und meine Probleme anschauen konnte, aber ich habe halt vieles bis jetzt noch nicht verarbeitet. Bis jetzt noch nicht habe ich es verarbeiten können, weil ich mich nicht traue. Und weil vieles im Dunkeln ist und ich es nicht drauflassen möchte. Und ich war dann dort und dann ging ich in ein Wohnheim von Lichtenheim und von dort aus wieder nach Winterthur.
Und dann kam die Zeit, wo ich in die Genossenschaftswohnung ging und da ging es mir gut, ging nach Brasilien. Dann kam wieder ein Absturz und es waren viele Abstürze zwischendurch. Ich war an verschiedensten Orten mich vorstellen. In Adorf war ich mich vorstellen, im Schützen war ich mich vorstellen, in Barmelweit war ich mich vorstellen und alle haben mich immer wieder abgelehnt, weil ich ein zu tiefes Gewicht hatte. Und die Kuhlmannstraße hat mich dreimal genommen und ich habe es dann einfach nur geschafft, ich habe es nur geschafft bis zu einem gewissen Gewicht und ich wurde einfach irgendwann geholt und sie haben mich gewogen. Normal war Montag und Donnerstag und dann haben sie mich irgendwann geholt. Und dann hatte ich das Gewicht nicht mehr und ich wurde verwarnt und musste gehen. Und dann ging ich dann nochmals nach Littenheid. Nein, zuerst ging ich ins Schlössli und wollte das DBT-Programm machen. Habe den Anfang gemacht und wegen meinem Laxantienmissbrauch, der mich das ganze Leben begleitete, musste ich auch dort wieder ins Spital, auch nach Männedorf. Dort blieb ich eine ganze Weile. Habe dort ein Mädchen kennengelernt, die hat nachher ein Buch geschrieben und ist von der Anorexie geheilt. Das Video hat abgestellt, ich muss nochmals anfangen. Also ich war in Männedorf im Spital und habe dort ein Mädchen kennengelernt, das ein Buch geschrieben hat über ihre Magersucht und geheilt ist. Und ich freue mich sehr, dass ich sie kennenlernen durfte und sie mich auch erwähnt in ihrem Buch. Und nachher wollte ich dieses DBT machen, aber ich konnte es nicht mehr wegen meinem Gewicht. Ich war nicht fähig, weil es braucht viel Kraft und ich konnte meinen Koffer nicht so gut packen. Deshalb bin ich dann wieder nach Winterthur ins Spital und machte verschiedene Male das Programm. Das ging einfach 6 Wochen Minimum. Ich bekam dann meistens noch etwas angehängt oder war vorher in einem schlechteren Zustand, dass man mir noch Zeit gewährte, bevor ich das Programm anfing. Und das ist so ein Stufenprogramm, wo man 1 Kilo in der Woche zunehmen kann. Und das habe ich dann ein paar Mal gemacht und ging wieder nach Hause und ging zum Arbeiten und ging wieder ins Spital. Es war immer dasselbe. Es war ein Faden durch mein Leben, der so ging, aber ich hatte auch schöne Phasen in meinem Leben, was ich genoss mit der Musik, was ich machte. Ich werde mal später darüber sprechen und mit der Kunst, die ich auch ausübte. Ich hatte vieles erlebt, aber von den Stationen her, also Adorf zum Beispiel hat mich nicht genommen. Eben Barmerweis hat mich nicht genommen, der Schützen hat mich nicht genommen. Auch das Wieshölzli war mir viel zu streng, ich war es anschauen und sie haben gesagt, mit der Sonde kann ich nicht kommen. Und ich habe gefroren dort an diesem Tag von der Information und ich wusste, ich konnte nicht dorthin. Und dann haben sie mich dann eines Tages ins Pflegeheim gesteckt, wo ich noch bis heute bin. Und jetzt wisst ihr ja, dass ich aus dem Pflegeheim raus möchte und alles dafür tue, dass ich in eine Wohnung gehen kann. Ich habe im Spital dann auch keine Chance mehr bekommen, um das Programm mehr machen zu dürfen. Sie haben mir nur noch bewilligt, in die Palliativstation zu gehen, um mich ein bisschen wieder zu stabilisieren und etwas wegzukommen vom Pflegeheim. Und von den Dulcolax bin ich weggekommen. Ich weiß nicht, das hat meine Treuhänderin hat mich geschüttelt und gesagt, wenn ich so weitermache, gehe ich Konkurs, weil das ist sehr teuer und ich habe das immer in Deutschland bestellt und früher war ich wie ein Junkie, ging ich das holen und es hilft ja gar nicht zum Abnehmen, es wirkt ja erst im Dickdarm, aber das ist mir nie in den Kopf reingegangen und ich habe ganz vieles Schlimmes gemacht, wo ich meinte, ich werde abnehmen, weil es mich entschlackte. Ich habe russisches Roulette gespielt, weil ich dachte, eventuell sterbe ich oder ich überlebe es und habe Pülverchen geschluckt, die im Normalfall 1 bis 2 Kaffeelöffel waren und ich habe ein ganzes Paket geschluckt und so weiter. Und was mir dann schlussendlich geholfen hat, ich weiß es nicht, ich war dann ambulant in Therapie bei einer
Psychiaterin, die hat mich das Leben begleitet, lange Zeit, lange Jahre, aber sie hat mir immer mehr immer eigentlich vom Tod, sie hat mir immer gesagt, ich muss loslassen und mich mit dem Tod abgeben, damit ich sterbe, und ich wollte eigentlich gar nicht sterben. Und jetzt ist sie pensioniert, ich habe sie geliebt, ich war gerne bei ihr, und jetzt habe ich eine neue Therapeutin, und mit ihr, glaube ich, kann ich auch etwas aufarbeiten, was ich noch nie aufgearbeitet habe. Die stationären Therapiestationen waren früher nicht spezialisiert auf Essprobleme, und jetzt in der jetzigen Zeit hat es verschiedene Stationen, die spezialisiert sind, aber zum Teil privatisiert. Also kann man nur hingehen, wenn man Privatpatient ist, und das finde ich schade. Und man braucht halt immer einen bestimmten BMW, außer an der Kuhlmannstraße, wo ich letzthin vorgesprochen habe, und da war ich auch im Moment noch zu mager oder zu wenig, hatte ich zu wenig Gewicht. Ich müsste jetzt erst zunehmen und dann könnte ich auf die Station gehen, und ich weiß noch nicht, ob ich das mache oder ob ich einfach mich jetzt mit dieser Krankheit abfinden. Ich habe mich schon lange damit abgefunden und ich habe ja gesagt zu dieser Krankheit. Ich stehe zu meiner Krankheit und mache das Beste daraus und möchte, dass ich eine gute Lebensqualität erhalte, und deshalb gehe ich jetzt auch in diese Wohnung. Anderes mit diesen BMIs, das macht mich ganz konfus, weil ich diese BMIs nie erreichen kann. Und dann muss ich mich wägen, und ich habe mich nie mehr gewogen, und ich mache das fertig. Ich habe früher viel gewogen und ich habe das fertig gemacht, und ich habe das zwanghaft gemacht. Wie alles, was ich gemacht habe, ich habe geputzt, und das war auch ein Grund, weshalb sie mich ins Pflegeheim gebracht hatten. Ich machte Sport die ganze Zeit, ich musste mich immer bewegen, ich musste immer die gleichen Abläufe machen, und ich konnte vieles ablegen. Ich kann jetzt sagen, ich bin wie geheilt von der Krankheit. Ich habe einfach noch Nachwirkungen, eine geschädigte Niere, Osteoporose und kaputte Zähne. Ich habe den grauen Star und andere Sachen, die nicht mehr funktionieren. Und das möchte ich jetzt so gut es geht noch wieder reparieren. Ich kann natürlich nicht alles reparieren, die Nieren sind kaputt, mit diesem muss ich leben. Und ich möchte noch die Sonde als PEG-Sonde nehmen. Das wäre mein größter Wunsch. Und sonst, was hat mir am besten geholfen, das werde ich in einem anderen Video dann erklären. Und ich kann nur empfehlen, es ist einfach, wenn man älter ist, ist es in der Schweiz schwierig, einen Therapieplatz zu finden. Das ist das Wies Hölzli. Und die Kuhlmannstraße, die nimmt auch noch ältere Patienten. Und sonst ist es einfach begrenzt vom Alter. Also ich glaube, der Schütze, der nimmt auch noch ältere Patienten. Aber sonst ist es beschränkt mit 30 bis 30 Jahre und mehr nicht. Und dann muss man halt das Alter haben oder eben später dann das Gewicht. Und das ist schwierig. Und jetzt, also ich habe die Krankheit schon seit ich 16 bin, und es gibt aber auch Leute, die in den Wechseljahren in die Krankheit rutschen, und für diese Frauen oder Männer hat es wie keine Möglichkeiten, eine Therapie, außer eine ambulante. Man macht auch jetzt vermehrt ambulante Therapien, dann macht man das mit Ernährungsberatung, mit Ärzten, Therapeuten zusammen zu Hause bei den Eltern. Das machen sie jetzt noch mehrfach, dass sie nicht die Kinder oder die Jugendlichen nicht mehr in die Klinik gehen, sondern das zu Hause machen. Dann sind sie in ihrem privaten Umfeld und sind dadurch nicht weg von zu Hause. Ich glaube, das hätte mir auch gut getan, obwohl ich musste von zu Hause weg, als ich krank wurde. Ich durfte nicht mehr nach Hause. Es war diese Zeit, und jetzt ist es anders, aber ich habe Frieden geschlossen, inneren Frieden, und ich bin froh darüber und ich bin dankbar darüber. Aber sie haben mich auch nie verstanden, und früher hat man immer den Eltern die Schuld gegeben und der Familie. Also ich habe auch Familientherapie gehabt, aber es hat niemand gekommen, und dann hat es auch nicht viel genutzt.
Und was mir am meisten gebracht hat, war immer die Kunsttherapie oder das Draußensein und an der frischen Luft etwas machen und mit dem Körper etwas machen. Mir hat gut getan zu laufen. Wenn es mir schlecht ging, ging ich laufen. Aber auf der Therapiestation, wenn es mir schlecht ging, dann ging ich laufen. Und die schlimmste Zeit waren halt die langen Spitalaufenthalte. Das sind unzählige, ich kann es nicht sagen, wie viele Spitalaufenthalte. Das war meine zweite Heimat. Und jetzt, das ist ja auch eine Art Spitalatmosphäre mit den Zeiten, die man hier einhalten muss. Und ja, es ist nicht normales Leben und deshalb möchte ich ja in eine Wohnung und ich freue mich sehr darauf und ich gebe alles dafür. Ich habe jetzt mit der Sonde, bin ich am Schaffen, am Arbeiten. Ich kann es nicht immer ganz erfüllen, ich bin ehrlich, ich habe ab und zu Abstürze. Aber es ist nicht viel, es ist nicht dramatisch und ich mache immer wieder weiter. Ich mache jeden Tag wieder neu von vorne los und immer wieder die Zielmenge. Ich gehe nicht mehr runter. Und das hilft mir, dass ich die Energie habe und wenn ich so weitermache, hat auch meine Ernährungsberaterin gesagt, wird das in Erfüllung gehen mit der Wohnung, wird das gehen und darüber freue ich mich wie ein kleines Kind. Ich freue mich so sehr. Und ich möchte euch danken, dass ihr mir immer zuhört. Ihr könnt mich abonnieren, wenn ihr Lust habt, oder ein Like machen, könnt mir Fragen stellen oder Videowünsche anbringen. Ich bin bereit dazu und ich wünsche euch alles Liebe und liebe Menschen, die euch unterstützen. Und wenn ihr keine Hilfe erhält, dann sucht euch die Hilfe. Lasst euch helfen und schaut, dass ihr einen guten Psychiater oder Psychotherapeuten findet, der euch begleitet. Was mir zu Hause auch noch viel genutzt hat, ist eine psychiatrische Spitex. Die hat mir sehr geholfen und hat mich auch immer gut beobachtet. Und das werde ich dann auch in meiner Zukunft in der Wohnung wieder machen, dass ich eine psychiatrische Spitex habe, die mich beobachtet und mit mir größere Ausflüge macht und mit ihr ich sprechen kann und sie mich versteht. Weil die psychisch Kranken, die psychische Psyche, also die Psyche von psychischen Kranken ist anders, die funktioniert anders wie bei anderen Menschen. Das ist einfach so und ich merke auch hier das Unverständnis manchmal, ich bin ihnen nicht böse, überhaupt nicht, sie meinen es ganz lieb mit mir, sie machen das Beste, was sie können und ich danke ihnen dafür, aber ich habe halt mehr Unterstützung von der Psychiatrie. Ich lechze danach, mir dürstet danach und ich hoffe, es wird in Zukunft besser werden. Und alle, die in einer Therapie sind, toi toi toi, alle, die den Recovery selber machen zusammen, ich bewundere euch, ich möchte auch das lernen mit dem Essen, aber mir ist es schon jetzt eine große Leistung, dass ich es mit der Sonde schaffe. Aber ich denke an euch und schicke euch einen ganz, ganz vollgepackten Sack, oder wie man sagt, voller Energie und Motivation, damit ihr das erreichen könnt, eure Ziele. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Ich habe so viele Therapien gemacht. Mein Kopf ist voll und ja, es war vor allem Mittenheit und die Villa, die mir im Kopf blieben und die Kuhlmannstraße. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Nachmittag, genießt die Sonne, bald kommt der Sommer und ich danke euch fürs Zusehen, eure Franziska.